Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar zum Thema Datenqualität. Heute unter dem Motto der Einsatz des SAP BO Information Stewards in einem Stammdatenmigrationsszenario. Ich möchte Sie ganz herzlich heute zu unserem Webinar begrüßen. Wir haben folgende Agenda für Sie vorbereitet. Wir werden erstmal nochmal eine kleine Einführung zum Thema Webinar generell haben. Wer schon mal Webinare bei der IP Solution mitgemacht hat, wird das kennen. Danach werden wir auf die zentralen Aspekte des der Datenqualität nochmal zu sprechen kommen. Überleiten dann das Thema Datenqualität in dem Stichwort der Migration entsprechend betrachten. Den SAP BO Information Steward uns von den reinen Fakten her nochmal genauer angucken, um dann das Thema Live-Demo am Information Steward überzuleiten und abschließend den Punkt Fragen, Diskussionen, wenn von Ihnen noch irgendwelche Punkte sind, übergehen. Die Unterlagen für das Webinar finden Sie wie immer unter www.slideshare.net IBSolution GmbH bzw. unter www.youtube.com IBSolution, nachdem das Webinar abgeschlossen wurde. Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmal auf weitere Webinartermine aufmerksam machen, die dieses Jahr bei uns stattfinden. So wären am 25.11. werttreiberbasierte Planung, am 2.12. das Webinar zu HR Dashboards und am 9.12. Planung mit Analysis for Office. Infos und Anmeldungen zu den Webinaren finden Sie wie üblich unter www.ibsolution.de/Veranstaltungen. Heute wird das Webinar neben meiner Person, den Sie hier als Dritten sehen, der Herr Thomas Hemmer bei uns begleiten, sowie der Herr Robert Ees, die Frau Natascha Unger als Chatmoderatorin wird nun im Hintergrund bereitstehen. Ein paar ganz kurze Worte zur IB Solution GmbH an sich. Wir sind ein SAP-Beratungshaus mit den Beratungsschwerpunkten Business Intelligence, Prozessoptimierung und Technologieberatung. Regional vertreten sind wir in Deutschland mit 3 Standorten, einmal in München, einmal in Neuss und unsere Zentrale in Heilbronn, sowie in der Schweiz in Zürich und in Bulgarien mit unserem Office in Sofia. Zum Webinar an sich ist die wichtige Information, wie üblich, Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, nutzen Sie bitte die Chatfunktion. Diese werden von der Organisatorin entsprechend gesammelt und uns am Ende des Webinars zukommen. So, Ziel des heutigen Webinars soll es sein, das Thema Datenqualität nochmals zu beleuchten, am Beispiel einer Datenmigration und einen Einblick in die Komponenten des Information Stewards zu erhalten, generell mit einem klaren Fokus auf die Komponente Data Insight. Datenqualität. Wir haben hier mal ein kleines Zitat ausgegeben. Der erste Schritt hin zu einer höheren Datenqualität im Unternehmen ist die Herstellung einer konsistenten Datenbasis in allen beteiligten Systemen. Dieses Zitat ist ein sehr hehres Ziel, für uns aber sehr passend, weil unsere Sichtweise ganz klar ist, und das hat mit dem Thema Migration auch zu tun, dass, wenn man verschiedene Systeme hat, es immer schwierig wird, am Beispiel aus der Praxis, wenn Stammdaten in vielen unterschiedlichen Systemen entsprechend unterschiedlich gespeichert sind, kann das zu Problemen führen. In der Form zum Beispiel, dass Bankdaten in einem System und Adressdaten im anderen System gespeichert sind. Wenn dann noch der entsprechende Schlüssel, beispielsweise der Name des Kunden, nicht einheitlich geschrieben ist, bei dem einen mit Bindestrich, mit dem anderen Leerzeichen, eventuell ein Schreibfehler drin ist, kann es sehr schwierig bis unmöglich werden, diese Daten miteinander abzugleichen und eine Gesamtsicht auf die Daten zu bekommen. Genauso ist das Thema Gesamtsicht aufgrund von dezentraler Datenhaltung ein elementarer Punkt. Am Beispiel, ich bin eine Versicherung, der Kunde ruft mich an und ich möchte die Daten von diesem Kunden mir abrufen. Wenn diese Daten jetzt in unterschiedlichen Systemen abgespeichert sind, kann es durchaus vorkommen, dass mir nicht alle Daten zentral vorliegen und ich entsprechend Probleme bekomme, weil ich eventuell weiße Flecken habe, Informationen, die der Kunde schon mal in irgendeiner Form gegeben hat, dass die mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen. Zentral kann es genauso gut sein, dass mir Zusatzkosten entstehen, indem ich in irgendeiner Form etwas produziere und aufgrund von fehlenden oder falschen Stammdaten Überproduktion entsprechend produziere, Fehllieferungen mache, weil Adressdaten nicht stimmen oder eine Adresse entsprechend gar nicht mehr vorhanden ist. Was für uns zusammengefasst auch bedeutet, positive Datenqualität wird meist nicht direkt wahrgenommen,
Ich mache ein Beispiel, wenn ich privat etwas bei Amazon 10-mal bestelle und es kommt 10-mal richtig an, dann gefällt mir das natürlich, aber ich nehme es nicht so positiv wahr wie im Amt umgedrehten Fall, wenn einmal die Adressdaten falsch sind. Einmal negativ schlägt bei mir sofort entsprechend auch sehr übel auf und kann auch zu Geschäftsschädigung führen. Das heißt, warum Datenqualität? An den Beispielen, die wir gerade hatten, nochmal zusammengefasst. Datenqualität kann mir eben ermöglichen, die Geschäftsabläufe, die ich in meinem Unternehmen habe, zu optimieren. Die Verringerung von unnötigen Kosten, eventuell sogar ein Wegfall von unnötigen Kosten und Vermeidung von unnötiger Arbeit. Wichtig dabei ist, wie ich das Thema Datenqualität bemessen kann, um zu schauen, wo ich gerade stehe und wie ich meine Daten entsprechend und wo ich sie optimieren sollte. Dabei ist es sehr wichtig, dass ich immer im Fokus habe, Datenqualität hat immer einen subjektiven Einfluss. Bedeutet, ich kann nicht objektiv sagen, sind die Daten gut oder schlecht, sondern ich muss sie immer in Bezug zu einem bestimmten Geschäftsprozess, einer bestimmten Situation setzen. Nur dann kann ich sie vernünftig messen. Es ist sehr wichtig, dass entsprechende Standards im Unternehmen definiert werden, damit man von einer einheitlichen Basis ausgehend seine Daten bewerten und entsprechend verbessern kann. Es ist sehr elementar wichtig, Kennzahlen zur Qualitätsmessung zu bestimmen und anhand von diesen vorzugehen und Dublettenchecks durchzuführen, um die Datenqualität entsprechend erstmal zu bereinigen, um auf der Basis weiterzuarbeiten. Hier nochmal als Schlagwort und Zitat, nur was ich messen kann, kann ich auch steuern mit der entsprechenden Quelle. Bedeutet für uns, Datenqualität ist ein sehr zentrales und elementares Thema. Ganz, ganz wichtig oder im speziellen Fokus natürlich bei dem Thema Migration. Migrationsszenarien sind sehr, sehr wichtig, gibt es in unterschiedlicher Form. Und dazu wird uns Thomas Hemmer entsprechend noch ein paar Details geben. Thomas, bitte. Hallo zusammen, ich darf Sie nun auch ganz herzlich begrüßen und möchte weitermachen mit der Bedeutung der Datenqualität in der Datenmigration. Thomas, geht es? Okay. Dabei möchte ich zunächst damit beginnen, warum brauchen wir überhaupt eine Datenmigration? Das heißt, wir haben verschiedene Systeme bei uns im Unternehmen. Da müssen vielleicht mal irgendwann bestimmte Systeme abgeschaltet werden, es müssen bestimmte Systeme konsolidiert werden. Bei Übernahmen von neuen Unternehmen oder bei Ausgliederungen von Unternehmen müssen neue oder andere Systeme eingeführt werden. Um das alles möglich zu machen, müssen Daten von System X in System Y überführt werden. Und dabei sprechen wir halt von einer Datenmigration. Hier gibt es halt diverse Probleme. Die Daten werden halt in unterschiedlichen Systemen auch unterschiedlich gespeichert, unterschiedliche Systeme brauchen unterschiedliche Pflichtfelder, unterschiedliche Pflichtinformationen, sodass man hier halt vor diversen Problemen steht, dass man halt wirklich die Daten nicht eins zu eins übernehmen kann. Wenn man jetzt die Datenmigration komplett ohne Datenqualitätskontrolle durchführt, dann werden die Daten halt eins zu eins in das neue System überschrieben. Es werden eventuell wichtige Informationen vergessen. Manche Informationen können eventuell aus bestimmten Gründen nicht übertragen werden. Das heißt zum Beispiel, wenn das Namensfeld in System A eine Länge von 10 hat, in System B aber eine Länge von 5, dann passt es halt nachher nicht überein und es gibt halt nachher bei der Überführung irgendwelche technischen Probleme. Oder irgendwelche Codes, mit denen bestimmte Wertehilfen verschlüsselt sind im System A einfach durchnummeriert mit A, B, C, D. In dem SAP-System, in das migriert werden soll, gibt es dann bestimmte SAP-Codes. Dann muss man halt während der Datenmigration sicherstellen, dass halt diese Umschlüsselung einfach schon stattfindet. Findet das dann halt nicht statt und die Daten werden einfach so übertragen, kommen halt die Probleme meistens dann, wenn es halt schon zu spät ist. Das heißt, wenn die Daten schon eingesetzt werden sollen, dann stellt man plötzlich fest, oh, bei dem Datensatz fehlt irgendeine Information, bei dem Datensatz ist irgendeine Information nicht richtig und man muss mühevoll dann, wenn man halt wirklich eigentlich schon eine Bestellung abschicken möchte, eigentlich schon irgendwas mit den Daten anstellen möchte, muss man dann mühevoll sich die Daten zusammensuchen, Daten parieren, sodass man damit überhaupt arbeiten kann. Und halt auch die technischen Fehler, die während der Migration auftreten, sind halt auch
einfach deutlich geringer, wenn man einfach schon eine Qualitätskontrolle vorher so durchführt, dass halt die Überprüfungen einfach schon so stattfinden, dass die Daten dann nach der Migration korrekt in dem neuen System drin sind. Migration statt, so sind nachher einfach deutlich weniger Nacharbeiten notwendig. Das heißt, die Leute, die nachher mit dem System arbeiten, was meistens für die Leute ja auch ein neues System ist, können halt auf die Daten deutlich besser vertrauen, sind nicht damit beschäftigt, irgendwelche Fehler die ganze Zeit auszuarbeiten und können einfach dadurch sich auch viel schneller mit dem neuen System vertraut machen und damit zurechtkommen. Das erleichtert die Arbeit der Endanwender und macht halt anschließend nach der Migration deutlich weniger Kosten. Das heißt, es werden natürlich durch die Qualitätskontrolle während der Migration zusätzlich Kosten notwendig, weil man halt mehr Arbeitsschritte währenddessen machen kann. Diese Kosten lassen sich aber meist leicht planen und einsetzen und durch Einsatz von technischen Mitteln wie dem Information Steward kann man halt Regeln immer wieder verwenden und kann sich halt Templates entwickeln, die für die spätere Nutzung einfach immer wieder genutzt werden können. Ich möchte nun mal zwei Migrationsansätze gegenüberstellen. Einmal einen klassischen Migrationsansatz ohne den Einsatz von Business Objects in Information Steward und danach einfach einmal einen Ansatz, wo wir das BO, Business Objects Information Steward einfach nachher einsetzen und zeigen, was können wir damit erleichtern. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite ein Altsystem, in dem wir bestehende Daten haben und wir möchten die Daten irgendwie in unser neues SAP-System überführen. Was müssen wir dazu machen? Zunächst einmal werden die Daten meistens erstmal aus dem Altsystem irgendeiner Weise extrahiert. Das heißt, man hat nachher entweder die Daten in irgendeinem Excel-File, in irgendeinem Text-File, muss diese Files dann manuell so anpassen, dass sie nachher der Struktur im Zielsystem entsprechen. Das ist natürlich sehr fehleranfällig. Man hat ein Dokument vor sich, an dem man manuell rumpushen muss und die Daten manuell anpassen muss. Das ist arbeitsintensiv für die Personen, die das machen müssen. Die müssen halt nachher mit irgendwelchen Excel-Formeln arbeiten, haben halt wirklich keine gesicherte Qualitätskontrolle ihrer Daten und man hat halt auch wirklich kein richtiges Template entwickelt, mit dem man nachher weiterarbeiten kann. Wenn dann nachher die Daten von den Nutzern so angepasst sind, dass sie aus deren Sicht korrekt sind, werden diese beispielsweise mit einer LSMD oder auf irgendeinem anderen Weg über iDocs in das SAP-System importiert oder reingespielt und dabei entstehen dann meistens irgendwelche Error-Logs. Diese Error-Logs sagen aber meist nicht irgendwie über irgendwelche Business-Regeln aus, sondern wirklich nur, was ist technisch fehlgelaufen. Das heißt, hier konnte technisch einfach Feld A nicht in Feld B geschrieben werden oder die Information, die ja gegeben werden sollte, existierte nicht und konnte in der Wertehilfe nicht gefunden werden und darum konnte dann Datensatz ABC konnte einfach dann nicht in das SAP-System überspielt werden. Man erhält einen Error-Log, was dann mühsam über verschiedene Personen einfach ausgewertet werden muss und muss dann an diversen Regeln stellen, müssen einfach dann die Anpassungen manuell stattfinden. So, damit möchte ich dann übergehen zum SAP-BO Information Steward. Der SAP-BO Information Steward ist auf dem BODS, also dem SAP Business Data Services, aufgesetzt. Und nicht nur aus dem Grunde macht es einfach auch Sinn, diese beiden Tools gemeinsam einzusetzen. Darum möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, warum macht es Sinn, BODS gemeinsam mit BOIS einzusetzen und dann anschließend das gleiche Szenario zeigen, wo diese beiden Tools gemeinsam in der Datenmigration eingesetzt wurden. Das heißt, wir haben hier einige Einsatzmöglichkeiten für das SAP Business Object Data Services. Wir haben durch das Business Object Data Services einfach die Möglichkeiten, direkt auf Datenbanken zuzugreifen. Das heißt, wir können Daten aus den Altsystemen direkt rausziehen, diese uns in verschiedenen Staging-Schichten im BODS speichern, hier schon einige Regeln anwenden, die Daten konsolidieren,
eventuell hier auch schon irgendwelche Dubletten-Checks oder Regeln einfach durchzuführen, um die Daten schon in eine Form zu bringen und die Daten nicht und die Daten zu komprimieren, sodass die dann nachher einfach die Regeln, die mit dem Information Steward, der sehr rechenintensiv ist, die Regeln, die dann da ausgeführt werden, dass diese einfach auf nicht zu vielen Daten ausgeführt werden können, werden müssen, dass man hier schon einfach Anpassungen vorgenommen hat. Die Daten, wenn man die einmal in irgendwelche Staging-Tabellen überführt hat und hat irgendwelche Staging-Tabellen, die man sich so konfiguriert hat, dass man danach da die Regeln aus dem Information Steward darauf zugreifen, kann man die Schritte davor auch einfach wieder verwenden. Das heißt, man bindet dann andere Systeme an, überführt im Business Object die Daten so weit in das Format, dass die nachher wieder in die gleiche Staging-Schicht gespeichert werden. Man muss am Information Steward einfach nachher gar nichts ändern und kann die Regeln einfach erneut nutzen, so wie sie bisher schon konfiguriert waren. Auch für die Datenmigration bietet das Business Object einfach schon auch einen Business Content an, indem man beispielsweise schon Web-Anwendungen hat, auf denen man einfach Mapping-Anweisungen durchführen kann. Das heißt, da gibt es eine Wertehilfe, in der man zum Beispiel die Countries in die SAP-Struktur überführen kann. Das heißt, man hat auf der rechten Seite die SAP-Codes für die Länder und kann dann sich auf der linken Seite definieren, welcher Code aus dem Altsystem entspricht dem Code aus dem SAP-System und kann halt hier auch für den Anwender relativ einfach diese Datenmigration schon mal planen und die ersten Mapping-Schritte durchführen. So, wenn man nun ein Datenmigrationsszenario hat, in dem man die gleiche Grundstruktur hat, das heißt, man hat auch auf der linken Seite wieder ein Altsystem, auf der rechten Seite ein SAP-System und möchte dann die Daten vermitteln. Dazu schalten wir nun jetzt nicht irgendwelche manuellen Schritte dazwischen, sondern wir schalten das DODS und den Information Steward dazwischen und greifen mit dem Sub-Business Object Data Service direkt auf das Altsystem zu, greifen aus den Altsystems-Datenbanken, hier gibt es verschiedene schon standardmäßig nutzbare Datenbanken für verschiedene Altsysteme, verschiedene SAP-Systeme. Da muss man halt dann pro System gucken, was man hier nutzen kann. Aber man greift dann auf die Daten zu und zieht sie sich in das DODS, bereitet die hier so weit auf, dass sie dem richtigen Format entsprechen und greift dann mit dem Information Steward auf die DODS-Daten zu und führt in dem Information Steward die verschiedenen Regeln aus. Wenn man die Regeln im Information Steward auswertet und sich an verschiedenen Stellen anguckt, bei welchen Regeln schlagen welche Daten an wie viel, dann kann man auch an verschiedenen Stellen einfach hier sich die Error-Logs oder die fehlerhaften Datensätze exportieren und diese dann den Fachabteilungen oder wie auch immer zur Verfügung stellen und diese passen dann die Daten in den Altsystem an. Darauf werden wir aber gleich dann im Live-Szenario nochmal drauf eingehen. Und anschließend kann man dann entweder die Daten wieder aus dem DODS exportieren oder diese direkt in irgendwelche Datenbanken schreiben. Beispielsweise, wenn man die Daten wieder exportiert in der Excel-File, kann man hier auch das bestehende programmierte LSMB wieder nutzen, um die Daten in das SAP-System einzuspeisen. Und halt die Jobs, die hier im DODS und DOIS sind, kann man halt so konfigurieren, dass sie halt ständig laufen, dass sie halt zu bestimmten Uhrzeiten nur wieder ausgeführt werden. Und wenn man das DODS einfach hier nutzt, dann ermöglicht man einfach auch eine höhere Performance, weil man nicht ständig auf dem Live-Produktivsystem irgendwelche Rechenoperationen durchführen muss, sondern man kann halt auf den Staging-Schichten, die ich im DODS sind, einfach die Regeln immer wieder ausführen. Okay, dann möchte ich schon mal ganz kurz auf die Komponenten eingehen, die der Information Steward mitbringt, um dann nachher auch wirklich dann direkt in das System einzusteigen und live zu zeigen, was kann das System, wie kann man hier im Data Insight Scorecards und diverse andere Möglichkeiten zeigen. Das heißt, die erste Komponente, die wir hier haben, ist das Data Insight. Das ist auch die Komponente, mit der wir uns nachher am meisten beschäftigen werden. Hier lassen sich halt dann Validierungsregeln erstellen, ausführen, auswerten, lässt sich das Data Profiling machen und hier konfiguriert man die Scorecards, die nachher halt für den ersten Überblick über die Datenqualität
einen guten Rückschluss ziehen. Man sieht, okay, sind die Daten im grünen oder im roten Bereich. Darauf werden wir aber gleich näher eingehen. Die zweite Komponente wäre das Metadata Management. Im Metadata Management lassen sich halt die verschiedenen Daten Sachen halt machen, die man mit den Metadata-Daten anstellen kann. Das heißt, man kann sie hier katalogisieren und konsolidieren. Und es gibt hier ein spezielles, auf Metadaten konfiguriertes Repository, wo man halt wirklich dann, was man dann nutzen kann, um die Data, um mit den Metadaten zu arbeiten. Die Daten, die man hier wirklich konfiguriert hat, lassen sich dann anschließend in der gesamten Systemlandschaft wiederverwenden. Dann haben wir das als nächste Komponente, das Metapedia. Das Metapedia ist einfach gesagt mal eine Art Wörterbuch, eine Art unternehmensinternes Wikipedia oder sowas. Hier lassen sich halt Definitionen, die man unternehmensintern festgelegt hat, speichern. Sie lassen sich Kategorisierungen spezifizieren, unter die bestimmte Begriffe fallen. Hier könnte man halt wirklich die ganzen Unternehmensvokabeln zentral ablegen, um sie dann anschließend wirklich immer wieder nutzen zu können und eine Möglichkeit zu haben, um mit diesen Daten zu arbeiten. Als nächste Komponente hätten wir noch den Cleansing Package Builder. Hier lassen sich halt wirklich Bereinigungspakete erstellen. Das heißt, man hat nachher die Möglichkeit, mit diesen Bereinigungspaketen, die man hier erstellt hat, die man hier wieder bearbeiten kann, Daten in eine Standardisierung zu bringen, die Daten so zu überführen, dass sie nachher einer bestimmten Regel entsprechen. Die Sachen, die man halt wirklich hier nachher konfiguriert hat, so kann man nachher wirklich regeln, aus Nutzeraktionen kann man halt nachher wirklich regeln und Wörterbücher, die das System nachher automatisch erstellt, weiter nutzen. Die letzte Komponente, die auch in den ersten Versionen von Information Security noch nicht da war, ist My Worklist. Hier lassen sich einfach Sachen erstellen, die man regelmäßig nutzen möchte. Das heißt, wenn man sagt, man möchte regelmäßig irgendwelche Jobs ausführen oder sowas, dann kann man die hier über My Worklist speichern und danach halt wieder abrufen. An dieser Stelle möchte ich dann auch direkt mal an Robert S. übergeben, der Ihnen das Ganze live am System zeigen wird, was man mit der Komponente Data Insight alles anstellen kann, was hier alles an Möglichkeiten steht. Dankeschön, Thomas. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich gehe mal gerade auf das System. Okay, ich greife jetzt direkt auf den Information Store zu. Hier melde ich mich an. Wie man hier oben sehen kann, befinden wir uns gerade auf der Hauptoberfläche. Sie sehen die 5 Module im Information Store. Der Hauptfokus liegt aber heute auf dem Modul Data Insight. Wir befinden uns gerade in der Projektansicht und werden nun in die Scorecard-Ansicht wechseln. An dieser Stelle sind 3 verschiedene Entitäten zu sehen, und zwar Kunde, Lieferant und Material, für die jeweils eine Scorecard abgebildet ist. Ich möchte an dieser Stelle die Scorecard für die Entität Material näher beschreiben. Der Quality Score gibt Aufschluss darüber, den sehen Sie hier, wie hoch die Datenqualität ist. In diesem Fall 3,97, dies kann auch als 39,7% interpretiert werden. Im Information Store gibt es 7 vordefinierte Quality Dimensions. Anhand dieser Dimensionen und durch sogenannte Validierungsregeln kann die Datenqualität gemessen werden. Es ist auch möglich, selber Dimensionen hinzuzufügen. Diese Dimensionen können wir jetzt zum Beispiel über Manage, Custom Attributes. Von hier aus kann durch einen Klick auf die Values im Dialogfenster eine selbstdefinierte Dimension bzw. ein Attribut eingegeben werden. Ich trage an dieser Stelle Aktualität als selbstdefinierte Qualitätsdimension ein. Aktualität wurde schon hinzugefügt, wir nehmen eine andere Qualitätsdimension.
Und zwar als Beispiel Qualität, Non-Redundanz, Uniqueness zum Beispiel. Diese kann ich jetzt durch Add hinzufügen und auf OK und speichere das Ganze. Sie sehen die hinzugefügte Dimension jetzt hier. Ich greife später nochmal drauf zurück, wenn ich die Regel erstelle. Jetzt gehe ich auf Save and Close. So, als nächstes sehen wir hier den Quality Trend. Der Quality Trend zeigt hier, gibt Aufschluss darüber, wie sich die Qualität verändert hat. Dies sieht man hier sehr schön an diesem Beispiel. Das heißt, wenn im Information Store Daten neu berechnet werden und sie schlechter werden, verändert sich das in den negativen Bereich. Wenn sie jetzt nochmal importiert werden und durch den Fachbereich verbessert wurden, geht es ins Positive, wie man hier sehr schön sehen kann. Nun kann über Show More in die Scorecard Detailansicht gewechselt werden. Es sind drei Key Data Domains zu sehen. Rechts von den Domains befindet sich ein Wert, den sehen Sie hier. Dieser Wert berechnet sich aus dem Durchschnitt der Qualitätsdimensionen, die rechts davon zu sehen sind. Das wäre zum Beispiel Accuracy, Completeness und Integrity. Wenn ich nun auf die Quality Dimension Accuracy klicke, sind die Regeln, die für diese bestimmte Dimension definiert wurden, zu sehen. Also die zwei hier. Ich gehe jetzt noch einen Schritt tiefer hinein und wähle eine Validation Rule aus. Nachdem die Datei ausgewählt wird, können über View Failed Data jene Datensätze angezeigt werden, welche nicht durch die Regel abgedeckt wurden. In diesem Beispiel für diese Spalte sind die zwei Werte nicht durch die Regel abgedeckt. Das sieht man sofort. Von hier aus kann man diese fehlgeschlagenen Datensätze über Export Data in einem Excel-File speichern. Dazu gehe ich auf Save und speichere sie ab. Und im Fachbereich weitergeben. Das heißt, wenn ich diese Datei gespeichert habe, gebe ich sie an den Fachbereich und dieser korrigiert die fehlgeschlagenen Daten. Danach werden diese Daten wieder im Information Store neu berechnet und der Scorecard hinzugefügt. Von hier aus wechsle ich in die Workspace-Ansicht. Ich schließe das Fenster. Nachdem eine Datei ausgewählt wurde, nehmen wir als Beispiel Kunde, sind mehrere Funktionen auf diese ausführbar. Zum Beispiel kann ich mir den Inhalt einer Datei über View Data anzeigen lassen. Jetzt sind alle Daten oder Spalten zu sehen, die in dieser Tabelle vorhanden sind. Hier habe ich auch nochmal die Möglichkeit über Export Data, wenn hier schon was Auffälliges ist, die Daten an den Fachbereich weiterzuleiten. Ich schließe das jetzt nochmal, das Fenster. Dann können Profilings ausgeführt werden, wie zum Beispiel Column Profiling, Addresses Profiling, Dependency, Redundancy und Uniqueness Profiling. Hier besteht weiterhin die Möglichkeit, über Add Tabellen und Dateien hinzuzufügen. Ich werde jetzt ein Column Profiling durchführen. Dafür wähle ich die Datei Kunde aus, die ist schon ausgewählt, und gehe auf Profile, Columns, hier muss noch ein Name für den Task vergeben werden, ich nenne es mal Kunde Column Profiling. Sodass ich später auch gleich weiß, zu welchem Task es gehört. Wir wählen noch Median Distribution, das sind weitere Funktionen, und Word Distribution und gehe auf Save and Run Now. Ja. Okay, es existiert, wir machen mal eins. So, jetzt noch auf Save and Run.
Auf der rechten Seite sehen wir einen Zeiger. Solange er läuft, findet die Berechnung statt. Solange das Profiling läuft, gehe ich mal auf die Task, der jetzt hinzugefügt wurde, ein. Bei den Tasks kann man sehen, was ausgeführt wurde. Wir führen gerade ein Profiling durch. Was es ist, ein Column Profiling und zum Beispiel an welchem Datum es erzeugt wurde und welchen Status es hat, also Running. Das heißt, das Profiling, das wir gerade ausführen, läuft gerade. Man kann die Tasks auch schließen oder löschen. Und jedes Mal, wenn ich einen anderen Task-Typ habe, zeigt mir das hier, wird das hier angezeigt. Wie zum Beispiel eine Regel, wenn ich eine Regel definiere. Hier habe ich auch einen guten Überblick darüber, was für Profilings oder was für Regeln ich erzeugt habe. Falls es mal schief läuft, kann ich die hier gleich wieder löschen. Jetzt gehen wir mal wieder rüber aufs Profiling. Das dauert ein paar Sekunden. Und wählen hier beispielhaft die Spalte Title aus. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie diese Spalte aufgebaut ist. Bevor die Migration der Daten stattgefunden hat, können über das Profiling die Daten überprüft werden. In diesem Datensatz sehe ich anhand eines Klicks, wie der Aufbau der Daten in der Spalte aussieht. Es gibt, wenn ich auf Value Distribution gehe, sehen wir hier 7 verschiedene Werte für die Spalte Title mit der Häufigkeitsanzeige in Prozent. Diese hier, Mister, ist zum Beispiel 40% enthalten in der ganzen Spalte, 40 Datensätze. Gehe ich nun auf den, was man hier natürlich noch sehr schön sieht, ist, dass wir sowohl Mister und Mrs. als auch Herr und Firma drin haben. Das möchten wir also nicht. Und hier sehen wir natürlich sofort, dass diese verschiedenen Values für die Migration nicht geeignet sind. Das heißt, wir möchten zum Beispiel bei einer Migration in ein deutsches Quellsystem nur Herr und Frau oder ja, Firma und nicht Company, Mr. und Mrs. haben. Wenn ich jetzt noch die Nullwerte sehen möchte, gehe ich einfach auf die 5. Es öffnet sich unten eine Tabelle und ich sehe hier auch auf einen Blick, dass wir in der Spalte Title, dass wir 5 Nullwerte hier haben. Die sollen hier aber nicht drin sein. Hier können wir an dieser Stelle auch wieder eine Export-to-Excel-Funktion ausführen, diese an den Fachbereich weiterleiten und sofort wieder korrigieren lassen. Ich wechsle nun in die Regelansicht und an dieser Stelle kann man sofort alle Regeln sehen, die dieses Projekt hat. Diese Regeln sind auch an die verschiedenen Dimensionen zugeordnet oder gebunden. Während einer Migration lässt das System in Deutschland zum Beispiel nur Einheiten zu, die für das Material in Deutschland verwendet werden. In diesem Fall möchten wir Tonnen, Kilogramm und Gramm als korrekte Werte haben. Aus diesem Grund werde ich jetzt eine Regel erzeugen, die genau das macht. Dafür gehe ich auf New. Hier kann ich nun einen Namen vergeben. Ich nenne es mal wie die Spalte in der Tabelle und die Dimension, die verwendet wird. Also nennen wir es mal GEWI. WEI, das steht für Gewichtseinheit und die Dimension Accuracy. Die Quality Dimension ist schon ausgewählt. Die sieht man hier rechts, Accuracy. Man kann aber natürlich auch eine andere wählen, wie zum Beispiel die vorhin erstellte Customized. Die sehen wir hier unten, Uniqueness, aber wir belassen es bei Accuracy, da wir eine Regel auf Korrektheit prüfen möchten. Danach vergebe ich noch eine Beschreibung. Was jetzt zutreffend wäre, ist Gewichtseinheitsprüfung. Prüfung auf Tonnen, Kilogramm und Gramm. Das wären die korrekten Einheiten, die durch die Regel aufgefangen werden müssen. Hier kann ein Parameter vergeben werden. Den Parameter nenne ich jetzt auch Gewichtseinheit. Dies hat folgenden Grund, dass wenn ich später diese Regel binde
an eine Tabelle, wird automatisch die Spalte erkannt durch den Parameternamen. Das sehen wir später noch beim Binden der Regel. Danach kann ich einen Ausdruck entweder über eine Expression Definition erstellen. Dafür werden keine Programmierkenntnisse benötigt oder man wechselt, wie in unserem Fall, in die Advanced Editor Ansicht. Hier kann nun etwas komplexerer Code eingegeben werden. Ich möchte an dieser Stelle nur folgende Gewichtseinheiten zulassen. Das wären Tonnen, Kilogramm und Gramm. Der Code dafür sollte dann folgendermaßen aussehen. Also ich habe eine If-Abfrage für die Gewichtseinheit, die wir gerade eben festgelegt haben. Damit möchte ich nur folgende Gewichtseinheiten zulassen, und zwar Kilogramm, Gramm und Tonnen. Über Validate Syntax kann ich hier auch gleich eine Syntaxprüfung ausführen, der mir den Code checkt. Wir sehen hier Problems, wir sehen hier the valid rule is valid, das heißt, wir haben keine Syntaxprobleme. Als nächstes kann ich über die Testfunktion dies auch gleich testen. Ich muss es noch speichern. Ich kann es hier direkt testen, indem ich verschiedene Werte eingebe. Testwerte geben wir mal 1 an, dann Kilogramm klein geschrieben und die Werte, die zugelassen sind. Diese waren Kilogramm, Tonnen und Gramm. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müssten die oberen 2 mir ein Fail zurückgeben, also ein False-Wert, und die unteren 3 müssten True zurückgeben. Dies testen wir jetzt. Und wir sehen, die oberen 2 sind failed und die unteren 3 sind passed, also die sind true. Alles ist gut, wir können das jetzt schließen. Gehen auf OK. Nun speichern wir die Regel ab durch Save and Close. Jetzt muss die Regel noch gebunden werden. Dies machen wir folgendermaßen. Wir gehen auf die soeben erzeugte Regel, gehen auf Bind. Wählen die Datei aus, in unserem Fall Material, und das, was ich vorhin erwähnt habe, wir sehen, ich habe den Parameter Gewichtseinheit genannt und der Information Store erkennt sofort, dass in der Datei Material die Spalte Gewichtseinheit vorhanden ist und passt diese auch gleich an. Das heißt, er gibt es automatisch ein. Wir haben hier noch den Wertebereich, den kann man eingeben, zum Beispiel wenn es ein sehr empfindlicher Datensatz ist, dann kann man den Wertebereich noch genauer spezifizieren, indem man sagt, okay, ich muss mindestens 95% müssen mindestens korrekt sein, erst dann ist die Datenqualität gut, aber wir belassen es mal wie vordefiniert und speichern das Binding ab über Save and Close. So, nun ist die Validierungsregel gebunden. Nun wechsle ich in die Workspace Home Ansicht. Dann gehe ich auf Rule Results. An dieser Stelle wähle ich die Datei Material aus. Und berechne den Quality Score neu. Nach jeder gebundenen Regel muss der Quality Score neu berechnet werden, damit später auch die Scorecard an den neu berechneten Score angepasst werden kann. So, dazu gehe ich auf Quality Score. Wir nennen diese Regel mal Gewichtseinheit, also GEWEI. Und für die Entität Material. Und gehen auf Save and Run. Hier auch wieder eine 1. So, nun wird hier die Quality Score berechnet. Die Quality Score ist dafür da, dass, wie gesagt, nach jeder neu berechneten Regel die Scorecard praktisch erkennt,
dass es eine neue Regel gibt und diese wird durch die Neuberechnung an die Scorecard angepasst. Sobald die Neuberechnung stattgefunden hat, wird in der Scorecard auch erkannt automatisch, dass eine Neuberechnung stattgefunden hat und der Quality Score wird automatisch auf die Scorecard übertragen. Das dauert jetzt auch ein paar Sekunden. Danach muss die Regel nur noch im Scorecard-Setup eingefügt werden. Okay? Die Berechnung ist durch. Jetzt gehe ich auf das Scorecard-Setup. Hier haben wir wieder unsere Key-Data-Domains. Dafür gehe ich auf die Domäne Material, wähle Accuracy, dann auf die Rules und Add, also wir befinden uns jetzt hier, müssen diese Regel noch hinzufügen. Die Regel, die wir gerade vorhin erstellt haben, heißt Gewichtseinheit für Korrektheit. Hier sehen wir es noch an der Beschreibung. So, dann die Regel auswählen und speichern. Hier nochmal in den Rule Buildings auf die Datei zugreifen, für die Spalte Gewichtseinheit, diese speichern und siehe da, wir haben hier gleich den Quality Score, der neue Quality Score. So, dann gehen wir wieder auf die Scorecard rüber, also in die Scorecard-Ansicht, gehen auf die View. Und haben jetzt wir müssen noch auf Now gehen, das ist die neue Berechnung, und sehen jetzt hier, der Quality Score hat sich von 3,97 auf 3,9 verschlechtert. Das heißt, wir haben die Datensätze sind schlechter geworden, oder die Quality Score, die Datenqualität ist schlechter geworden. Wir haben jetzt einen Unterschied, den man hier gleich sehen kann in der Scorecard. Wenn wir jetzt auf Show More gehen, und wieder Material wählen für die Entität auf Accuracy, sehen wir jetzt hier die gerade erzeugte Regel und den Quality Score. Hier ist natürlich noch kein Trend vorhanden, weil die Regel erst jetzt erstellt wurde. Wenn ich jetzt auf eine andere Regel gehe, sehe ich zum Beispiel, sehe ich hier links unten sehr schön, wie sich der Trend entwickelt hat über einen Zeitraum. Das heißt, für diese Regel, also nicht für die gesamte Scorecard, sondern nur für diese Regel. Ich sehe hier, okay, hier wurde es verbessert, eine Weile ist es gleich geblieben und dann wurde die Regel nochmal Information Store hinzugefügt, die Daten haben sich verschlechtert. Das sehe ich alles hier. Wenn ich jetzt eine Gesamtübersicht haben möchte von dem Trend, gehe ich auf die Entität Material und sehe hier den Gesamttrend. Und wie wir sehen, hat sich es auch hier verschlechtert, nachdem ich die Regel hinzugefügt habe. So, dann gehen wir wieder auf die Gesamtansicht mit allen Entitäten. Hier kann man zusammenfassend nochmal sagen, dass der Information Store ein sehr nützliches Tool hier ist. Man kann jetzt im Data Insight, man kann Regel erstellen, man kann sofort auf einen Blick sehen, wie sich die Quality Score entwickelt hat in einer Scorecard. Man kann Scorecards hinzufügen, so viele man möchte, für jede Art von Entität. Und man sieht auf einen Schlag nach Erzeugen der Regel, wie sich der Trend entwickelt hat. Das war es von meiner Seite. Ich möchte mich auch hier recht herzlich bedanken und werde hier an Herrn Matthias Arz weitergeben. So. Vielen herzlichen Dank, Robert, für deine Ausführungen. Damit wären wir erstmal von unserer Seite mit dem Webinar fertig. Ich denke nochmal zum Überblick einfach, es hat sich gezeigt, wie der Robert es gerade schon mal gesagt hat, der Information Steward selber kann relativ gut eingesetzt werden und hat viele Mittel, um nicht nur Datenqualität zu prüfen, sondern sie einfach auch optisch, grafisch entsprechend aufbereitet anzuzeigen. Und mit der Möglichkeit, diese zu exportieren, eben die Möglichkeit, relativ einfach auch Problemzonen, die man identifiziert hat, als Datensätze zusammenzufassen und diese den entsprechenden Leuten, die für diese Datenqualität oder für diese Daten verantwortlich sind, zukommen zu lassen. Von unserer Seite aus wären wir damit fertig und wären jetzt für das Thema Diskussion und Fragen
würden wir zur Verfügung stehen. Ich habe gesehen, dass wir schon eine Frage haben. Die Frage lautet, kann das Senden der Excel-Dateien direkt aus dem System an den Fachbereich automatisiert werden? So wie der Information Store jetzt aufgebaut ist, ist es nicht möglich, aber es gibt eine Möglichkeit, wie es dann über ein Ticket, durch eine Ticketerzeugung am System, aber dazu muss man den Information Store mit einem anderen System verbinden und so hat man die Möglichkeit dann über ein Ticketsystem diese Information direkt weiterzusenden und durch den Fachbereich verbessern zu lassen. Aber so wie das System jetzt aufgebaut ist, ist es nicht möglich. Aber grundsätzlich ist es möglich. Das bedeutet, der Standard gibt es im Information Steward nicht her, aber es gibt Möglichkeiten, hier eine Kopplung mit anderen Systemen durchzuführen, um das entsprechend bereitzustellen. So, gibt es noch weitere Fragen? Momentan sind mir keine weiteren Fragen bekannt. Ansonsten kann ich darauf verweisen, dass wenn Sie die Informationen nach dem Webinar zugeschickt bekommen, Sie sich gerne auch im Nachgang an uns wenden können. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn Sie uns beim nächsten Webinar wieder begrüßen würden. Vielen herzlichen Dank.